mit offenen Augen gesehen ist, sondern eher mehr Clickjacking. Also Besucherfang mit blöden, falsch gesetzten Titeln und Überschriften. Dort habe ich gelesen, die Türkei hat ein Lego-Set verboten, weil es, jetzt kommt's, muslimisch verhetzend ist. Gut, okay, kann man sagen, gut, was war das denn für ein Set, was da angeboten wurde? Ja, es ging da drum, ein Star Wars Lego-Set, wo man einen Turm hatte von Star Wars, wie man ihn kennt, so ein Turm aus einer Wüstenregion. Wer Star Wars schon mal gesehen hat, der weiß jetzt, was ich meine, da gibt es ja auch diese etwas wüstenähnlichen Türme. Und so eine Art, sagen wir mal, ja, Gebilde, könnte man Tempel nennen, so. Da fühlten die Lenigen sich angepisst. Denn, wer Lego kennt, weiß, da gibt's auch so Plastikstäbchen. So kleine, die kleinen Figürchen in den Händen halten können. Und das Ding, was da war, nicht ungewöhnlich, sah aus wie ein Gewehr. Okay, wird man sagen, das ist ja schon der Anreiz des Bösen. Ja, man will ja kleine Stäbchen aus Plastik, die so groß sind, naja, noch nicht mal so groß sind wie ein Zahnstocher, sind natürlich immer ein Symbol für Gefahr und Bösheit und bekehren die Leute schon im kleinsten Moment oder im geringsten Moment. So, und ich weiß jetzt nicht, ob ich da hier irgendwo einen Cut mache, weil ich laber ein bisschen durch. Tut mir leid, falls der Cut ein bisschen ungünstig ist oder war. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich den setzen werde, von daher. Auf jeden Fall, gut, dieser Turm, Waffen, gut, kann man noch verstehen. Und dieser Tempel, und das war jetzt der eigentliche Grund, warum sie da ein bisschen rumgekackelt haben. Was heißt rumgekackelt? Wo das, sagen wir mal, wo die Beschwerde zustande kam, lag dabei, dass dieser Tempel aussah wie eine gewisse Moschee. Und der Jabba, wir wissen alle, das ist eine riesen Qualle. Ein riesen Blutekel, Viech, Qualle, Fischrotte, Wurmling, Aal, weiß was ich. Er ist groß, schleimig und... Wir wissen's. Wenn ihr nicht wisst, wer Jabba ist, guckt mal unter Wikipedia oder Google. Dann werdet ihr ein Bild von Jabba finden. Star Wars, Jabba. So, auf jeden Fall, das war der Punkt. Dass das Häuschen ein ähnliches Dach hatte oder das Gebilde in Lego wohlbemerkt. Es war keine Anspielung. Star Wars gibt schon seit An und Dazu. Also das ist nach Star Trek das ultimative Trekkie oder beziehungsweise Nerd-Film-Serien-Dings überhaupt. Also ich kenn's nicht besser. Weil da eine Plastikstäbchen mit einem Häuschen drin ist, was ein Dach hat, was ähnlich einer Moschee ist. Ganz ehrlich, ich sag mal, nicht arm ist das, aber wie verherrlichend ist das denn? Oh, du hast eine Fingerkuppe, die sieht aus wie, ich kenne jetzt keine Berühmtheit oder eine muslimische oder eine türkische, wirklich wichtige Person, die plötzlich so aussieht wie euer Daumennagel. Jetzt müssen alle Leute, die einen Daumennagel haben, wie dessen, den Daumen abpacken. Ganz ehrlich, da steckt doch was anderes hinter. Das hört sich an wie ein kleines Kind, was sagt, ich will nicht, ich kackung. Wobei, das ist kein kleines Kind. Das ist meistens bei älteren Personen, bei Erwachsenen, ist das meistens der Fall. Die kacken dann irgendwie rum, weil sie sich den Zeh angestoßen haben. Der Rest des Tages ist im Arsch für die. Du kennst das vielleicht oder du kennst jemanden oder bist selbst so jemand, der sagt, scheiße, ey. Das ist, der Tag ist versaut. Damit meine ich, du hast den ganzen Tag irgendwie schlechte Laune oder musst dich irgendwo mit ablenken oder musst deinen Gedanken oder deinen Gefühlslauf erstmal wieder in die klare Bahn bringen, um irgendwie überhaupt was zu schaffen. Oder einen Film guckst oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, wie man das so löst. Und das hat meistens einen ganz anderen Hintergrund. Das ist damit gemeint, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. So, jetzt geht mein Monitor aus, was ich sehr schön finde, wenn ich hier aufnehme. Na, so. Jetzt aber da an. Auf jeden Fall, im Spiel haben wir jetzt die Nacht mit dem Sternenhimmel. Worauf ich hinaus wollte, das ist doch irgendwie, kann das doch gar nicht der Grund sein. Sind wir mal alle ehrlich. Aber wenn wir alle ehrlich sind, wüssten wir, dass 90% der Nachrichten totaler Schwachsinn sind und nur Werbeüberhypung und emotionale Aufmischung und... Ich weiß auch nicht. Gerade auch diese ganzen Meldungen zu GTA 5, die ich auf einigen Spieleseiten sehe, klar, die wollen Traffic generieren und gut und User haben, verstehe ich, ist alles gut und schön. Aber zum Teil falsche Überschriften
rauszuhauen und den Inhalt zu publizieren, ist schon ganz erbärmlich. Aber das sind dann dieselben Seiten, die also im meist selben Atemzug dann noch sagen, RTL ist scheiße. Das, was die anbieten, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unterstes Niveau. Der Keller ist noch hochgestochen dagegen. Sowas sind dann so Sachen, wo ich nicht nachvollziehen kann, wieso macht man das? Wieso macht man das? Wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du es machst, jeder ist ja im Grunde so halbwegs ehrlich. Zumindest je nach Erziehung. Ich kenne das zumindest so, also bei mir war es zumindest so der Fall. Aus meiner eigenen Sicht her. Jeder sieht das anders. Von daher kann ich jetzt auch nur aus meiner Sicht reden, um das nochmal zu korrigieren. Für alle, die es nicht verstehen. Ich weiche jetzt irgendwie aus dem Thema aus, was gar nichts mit Minecraft zu tun hat. Aber ich glaube, das ist an dieser Stelle auch gar nicht tragisch. Man sieht, das Bild ist schwarz, obwohl ich gar nicht weiß, warum. Dann haben wir wieder einen Sternhimmel, dann haben wir wieder einen schwarzen Cursor. Ich glaube, ich bin da irgendwo in der Nacht rumgewandert. So geistig umnachtet, wie ich jetzt auch schon bin. Wie auch immer. Ja, da liegt doch GTA 5. Um mal ein Beispiel zu bringen, was mich so ein bisschen daran stört. Ich habe mit dem, ja, sagen wir mal, Bloggen angefangen vor irgendwann 2009, ein bisschen davor auch schon, ja. Aber das war mehr so hier ein bisschen tralalala, was ich da mache, ein bisschen tralalala. Also ich war schon ein paar Tage länger als Blogger tätig, aber auch davor war ich schon sehr lange eigentlich auf Newsseiten, gerade was Spiele betrifft, immer wieder auf Recherchieren auch so. Irgendwann fing ich dann an mit dem Bloggen, dann fing man richtig an zu recherchieren, nicht nur so, guckt man zwei Seiten an und die haben keine Quelle angegeben, gut. Dann hat man die Quelle und die Quelle der Quelle und die Quelle der Quelle, bla 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 bla. Ihr kennt das ja, Stille Post, wenn man, es gibt ja auch so Seiten, die geben tausende von Quellen an und ihr kommt nie zum Ergebnis und die erste Seite oder die letzte, wo man dann drauf stößt nach neben Millionen Quellen, ist in Sackreis, ist nicht jener umgefallen, aber die Seite, wodurch ihr darauf aufmerksam geworden ist, sozusagen der Einstieg war Krieg im Nahen Osten, bla bla. Was total falsch gesetzt ist und dann alles in Frage stellt. Auf jeden Fall, worauf ich wieder hinaus wollte, ihr merkt schon, ich weiche immer so ein bisschen aus, ist, dass ich das Thema verfranst habe. Ich habe mich vom Thema verfranst, verdammt. Ich muss mal nochmal kurz überlegen, wobei ich heimlich eigentlich was trinken wollen sollte, aber ich habe jetzt leider hier nichts vorbereitet. Aber ich würde zwischendurch auch einen kurzen Cut machen, damit überhaupt schon mal eine Folge für morgen bzw. übermorgen da ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das hier kommt und ich erzähle auch kein Datum. Von daher ist es für mich nur interessant, wann morgen oder übermorgen ist. Von daher, also, naja. Mann, aber ich muss auch mal sagen, beim Rendern ist mir das jetzt schon mehrfach aufgefallen. Wenn ich spiele, ist das Schwarz nicht so dunkel. Aber hier bei der Videovorschau sehe ich das auch wieder sehr schön. Hier haben wir übrigens einen Dungeon gefunden. War ganz überrascht auf der Expedition im Tundra-Gebiet. So einfach mal in die Schlucht gegangen. Komm, erforschen mal was. Und dann habe ich Eisen gesehen, mitgenommen. Und dann plötzlich, Cobblestone? Wieso ist da Cobblestone? Da war doch keine Lava. Ich so, sah den Moss-Stone. Also das bemooste Pflasterstein. Und dann reingeprügelt und es war ein Dungeon. Nur leider war da viel im Dungeon nicht zu finden. Nur ein bisschen Eisen, ein Kakaobühnchen. Ja, und sonst nicht wirklich was Erwähnenswertes, wie zum Beispiel eine Steinspitzhacke. Das war echt erbärmlich, also. Nee, eine Axt war das. Ja, das war zwar nicht so viel, aber wir haben wirklich gut Eisen finden können, das konnte ich sagen. Das ist wirklich sehr schön geworden. Das, was wir am Anfang vergeigt haben und in unserer Mine nicht gefunden haben, haben wir dafür umso mehr da gefunden. So, Mann. Ich hoffe, das ist mit den Frames, gibt's jetzt hier. Wobei ich ja mal sagen muss, das ist jetzt nicht mehr, aber mein Vorschaubild überspringt auch wieder Frames für Frames und Frames. Der springt gerade von Frame 25.700 auf 800 und so weiter und so fort. Also es sind jede Menge Sprünge, die ich hier habe. Also von daher werde ich das auch erst im Endergebnis sehen, ob diese Lösung jetzt wirklich so angebracht und gut war. Wie auch immer. Ja. Die Sichten und die Art, wie man etwas sehen kann. Deswegen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich, sagen wir mal, mag durch meine Lebenserfahrung sein, die ich gemacht habe, dass ich gegen Leute ziemlich allergisch reagiere, die sich
gerade umso größer die Person, umso stärker reagiere ich darauf oder stört mich das, sagen wir mal so, sonst hört sich das an, als wäre ich allergisch gegen Personen. Hör, du bist allergisch gegen Personen? Nein. Hast du was gegen Muslime? Nein, habe ich auch nicht. Oh, Alter. Niemand hat was gegen Muslime. Nicht wirklich. Naja, ich kann es nicht für alle sagen, aber zumindest die, die ich kenne, sind selbst welche. Ja, toll. Wie auch immer. Da stößt mich dann wirklich, wenn die sich so widersprechen und sagen, ja, heile Welt, alles super, alles klasse, so wie RTL. Und dann dreht man denen den Rücken zu und dann, oder beziehungsweise sagen die dann plötzlich irgendwas total Widersprüchliches oder handeln nicht mal dementsprechend, was sie für andere prophezeien. Das ist ja so, als würde der Vater sagen zum Kind, du, ja, deine Mutter zu schlagen ist nicht gut. Lass das bei deiner Freundin oder deiner Frau zukünftig sein, ja. Aber ich mach das trotzdem. Ich hab's schon jahrelang so gemacht. Ich kann's nicht besser. Ich hab's versucht, 2 Minuten, und das war dann mein Ergebnis. Ich wurde aggressiv und, ja. Kennt der eine oder andere, vielleicht nicht das jetzt mit dem Schlagen, aber zumindest solche Situationen, wo dann gesagt wurde, ja, das habe ich schon immer so gemacht, das habe ich nie anders gemacht. Bloß nicht hinterfragen, dann sind die meisten Leute richtig überfordert mit. Außer in Läden, die kommen dann mit 7 Millionen AGBs, wo ich dann persönlich dann, oder beziehungsweise Geschäftsbedingungen, das sind ja keine AGBs, das sind Geschäftsbedingungen, die im Grunde dasselbe, beim Geschäftsleiter sind immer ein bisschen anders. Und dann bin ich dann auch überfordert und frage mich, Alter, muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwas hinterfrage, wo man mit einem logischen Menschenverstand unter 2 Personen, die sie vielleicht nicht mal gut kennen, sagen würde, hey, du, das ist kulant, okay, du hast recht, sieht kacke aus, ist eingerissen, lassen wir's. Nein, man muss sagen, ja, sie müssen die Regel ABC einhalten. Ja, das ist aber schon geöffnet, zum Beispiel ein Spiel. Bei Saturn zum Beispiel, da ist das ja auch noch der Fall, obwohl das weiß ich, du, den Kumpel gar nicht erlaubt ist. Wenn ihr zum Beispiel da ein Spiel kauft und zu Hause dann feststellt nach dem Öffnen, die CD ist kaputt oder gerissen, wie auch immer. Passiert, gibt's sehr selten, aber es gibt das Problem. So, gehst du nach Saturn und dann sagst du, ja, guck mal, ich hab die CD aufgemacht, und dann wechselst um. So, oftmals gibt's noch diese Leute, es gibt mittlerweile, haben die das auch nicht mehr so streng gemanagt, gibt auch Ausnahmen noch, die dann sagen, nee, das hätten sie vorher machen müssen. Ja, wo man sich dann mit logischem Menschenverstand sagt, ja, ich bin Superman und kann, vor allem, das soll man ja dann realistisch sagen und durch eine schwarz-weiß aufgedruckte Regel, ja, das hätte ich ja vorher wissen können. Ja, wenn ich an einem Überraschungsei rumruckel, weiß ich auch immer sofort, was drin ist. Soll ich das jetzt bei einer CD auch machen? Und sie sagen mir, oh, die CD haben sie aber kaputt gemacht. Zum Beispiel, gut, das macht man natürlich nicht, aber wie soll man das denn feststellen, bitteschön? Das ist doch total irrsinnig. Das ist so ein bisschen, wo ich mich dann auch frage, wo ist da die Menschlichkeit? Klar muss es Regeln geben und man sagt, ja gut, man hat zu Hause wirklich kaputt gemacht und die Leute wollen es nicht umtauschen oder versuchen das dann trotzdem umzutauschen, kann ich verstehen. Aber zum Teil weiß ich, dass manche Läden da eine kulantere, sagen wir mal, Spielfläche haben als nötig. Bedeutet, die könnten es umtauschen, aber weigern sich trotzdem. Kann ich nicht nachvollziehen, ist mir auch schleierhaft, aber es geht ja immer um das schnöde Mammon und immer wieder Gewinne, 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 Gewinne. Ja? Wer mal einen, ich weiß jetzt nicht, wenn man das nennt, BWL-Leute können zu so einem werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Berufsbezeichnung ist. Im Allgemeinen heißt es Chef, aber das ist zum Beispiel, gibt es ja auch in größeren Firmen, ist es nicht der Chef, sondern eine Vertrieb, der genau, der Vertriebsbereich sozusagen, der dann immer aufgelastet bekommt, auch durch Fortbildungen. Ja, ihr müsst noch mal die Gewinne steigern, wir müssen noch expandieren, wir haben nur 40% Gewinn gemacht, macht im nächsten Jahr 100 raus und so weiter und so fort. Das ist irgendwann rein logisch gar nicht mehr möglich. Irgendwann ist der Markt voll, irgendwann ist es gut. Der kleine Bauer wird sagen, ich produziere nur so viel, wie ich brauche und noch ein bisschen mehr für meine Umgebung. Gut. Und das in einem gewissen Rahmen. Und da kommt so eine Art, es gibt die Gier und es gibt irgendwas, was stupide Effektivitätsoptimierung ist, wie ich finde.
irgendwas, was man optimieren will, was total belanglos und eigentlich nur noch zum eigenen Reichtum führt, sozusagen. Ist Reichtum schlimm? Nein. Ist dieses Handeln schlimm? Ja. Also kann schlimm sein. Ich erzähle jetzt irgendwas vom Pferd hier. Es ist nur meine Meinung. Durch das, was ich mir mal angeeignet habe oder gelesen und wie auch immer. Von daher, das ist jetzt vielleicht nicht das passende Thema. Auf jeden Fall, um das nochmal zum Schluss zu bringen, muss ich nochmal mein Auge heimlich reiben. Aber das stört beim Video ja jetzt nicht. Geht es darum, warum muss man alles bis ins Ultimo optimieren? Gerade in Deutschland ist das auch sehr gerne, also gesehen. Nicht, wenn man irgendwas optimiert, sondern dass man bloß nicht, sagen wir mal, nicht erfolgreich ist. Was? Zum Beispiel, ja, man hat keine Arbeit, dann heißt es, wie, du hast keine Arbeit? Viele Leute versuchen das nämlich schon zu verheimlichen. Also im Sinne von, habe ich zumindest mal die Erfahrung gemacht, was? Das darf, nein. Ja, warum hast du das nie gesagt? Ja, ich weiß ja nicht, die meisten Leute reagieren da komisch drauf. Ja, in Deutschland ist das wirklich sehr merkwürdig. In Deutschland heißt es ja ziemlich schnell, ja, hast keine Arbeit, bist Hartz-IV-Empfänger oder irgendwas in der Art. Oder liegst irgendjemandem auf der Tasche. Bloß, du bist so unanständig und irgendwas Unmögliches. Naja, ich gehe da jetzt nicht näher drauf rein, weil sonst wandle ich wieder hier vom Thema ab. Das wollte ich ja jetzt. Ich wollte das Thema irgendwie beenden. Ich beziehe das jetzt schon so rein.